Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Age Inquisition, wo wir heute dabei sind, weitere Vorratslager der Abtrünnigen zu finden. Beim letzten Mal haben wir hier den Riss geschlossen und uns einen neuen Kameraden gesichert, auch von dieser Sekte. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das so eine gute Sache war. Ja, solange er nicht seinen Glauben in unserer Inquisition hier verbreitet oder ähnlich wahnhaft unsere Inquisition verbreitet an andere Leute, wird das schon in Ordnung sein. Ich denke übrigens, dass wer sich uns anschließt, davon abhängt, wie viel Macht wir bereits errungen haben. Vielleicht könnten wir sogar zur Wegkreuzung nochmal zurückkehren und die Dame nochmal fragen, die sich anfangs nicht uns anschließen wollte. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ich würde sagen, wir plündern jetzt erstmal die letzten beiden Lager. Ich würde aber erstmal zu der Höhle gehen. Ein Tagebuch wurde gefunden, in dem ein Mann seine beunruhigenden Träume schildert und von seinem Plan erzählt, in einer Höhle in den Hügeln Frieden zu suchen. Denn das scheint hier auf dem Weg und am nächsten zu sein eigentlich. Geradeaus einfach nur. Oh, das Säckchen können wir plündern. Ich finde das Spiel übrigens immer noch mega hübsch. Und bisher mega interessant. Auch wenn wir in der Hauptquest noch gar nicht so viel weitergekommen sind. Weil es hier so viele Nebenquests gibt zum Erfüllen. Aber hey, wir werden stärker, wir leveln. Und irgendwann geht's auch mal mit der Hauptquest weiter. Es fühlt sich für mich immer nur so falsch an, so Quests dann einfach liegen zu lassen und mit der Hauptquest weiterzumachen. Das ist halt auch so ein Problem, warum ich Open Worlds gar nicht so gern mag. Es ist mir zu weitläufig, es kommen mir zu viele Nebensachen in die Hauptquest, also und unterbrechen die Hauptquest, schlittern so dazwischen und dann verliere ich einfach den Faden. Wovon ich kein Fan bin. Die Minen habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen gehabt. Seltsam, dass ich hier noch gar nicht war, in der Ecke. Ich gehe hier erstmal hoch. Denn der Pfad sieht schon interessant aus. Und wir können hier offenbar eine Quest annehmen. Und etwas beanspruchen. Dies ist nun mein Land. Räuber Großschwert, Brief, Schlüssel zum Großmutters Hütte. Okay. Brief gefunden bei einer Leiche. Bruder, ich bin aus dem Zirkel geflohen. Aber ich will mit dieser wahnsinnigen Rebellion nichts zu tun haben. Die Templer und meine Brüder sind beide verrückt geworden und ihr Krieg hat buchstäblich den Himmel zerrissen. Einige der anderen Isolationisten haben die Flucht vorgeschlagen und ich werde ihrem Beispiel folgen. Ich habe dich zu lange nicht gesehen und es kann im Haven nicht sicher sein. Wenn du es an den Banditen und Dämonen vorbeischaffst, findest du mich in Großmutters altem Haus nordwestlich der Kreuzung. Mit deiner Klinge und meinem Stab könnten wir diese Sache gemeinsam überstehen. Ja, er hat es leider nicht so wirklich geschafft bis zur Großmutters Hütte, leider. Der Arme. Sehr schade. Aber ja, es gibt hier diese Templer, die sich dem Befehl widersetzen, sich zurückzuziehen, weil sie einfach wahnhaft der Vorstellung unterlegen, dass alle Magier böse sind und vom Teufel erschaffen und keine Menschen. Und naja, manche Magier drehen jetzt halt komplett durch, nachdem sie jahrzehntelang eingesperrt wurden von den Templern, die sie kontrollieren wollten.
und kriegen den Höhenflug und halten sich für Götter. Das ist alles nicht so gut, nicht die beste Chemie. Und dazwischen sind dann natürlich noch die normalen Leute, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben wollen, die eigentlich nur ihr Leben leben wollen. Ja, waren wir zwar schon, aber wir haben das Tor nicht aufbekommen. So war das damals. So, du kannst doch Frost öffnen, wir diese Tür. Dragonstein. Schön. Oh, da hinten scheinen böse Typen oder so zu sein. Hallo, was seid ihr? Oh, ihr seid irgendwelche Dämonen. Oh, hallo. Gut, die Dämonen sind erstmal kein Problem für uns. Oh. Und du bist ein Magier. Natürlich ein durchgeknallter Magier, der hier herumschlawenzeln muss. Ich habe Cassandra gerade für den Magier gehalten, auch in Ordnung. Einfluss auf Stufe 2. Mit so viel Macht nur auf Stufe 2 Einfluss zu haben, ist halt aber auch schon... Ungleichgewicht. Aber man kann bestimmt auch ganz viel Macht einfach sammeln. Wenn man jede Quest macht und alles sucht. Verbringt ihr wirklich den Großteil eurer Zeit im Nichts? So viel wie möglich. Das Nichts enthält Wissen im Übermaß für jene, die wissen, wo sie suchen müssen. Sicher, aber ich weiß nicht, wie ihr da drin träumen, geschweige denn herumlaufen könnt. Zumal die Scheiße, die aus dem Nichts kommt, in der Regel ziemlich verschroben aussieht. Genau wie die Menschen. Und doch arbeiten wir mit ihnen zusammen, wenn wir müssen. Nun, Unrecht hat er nicht. Ich glaube, wir Menschen müssen für Elfen sehr seltsam vorkommen. Wer auch immer dieser Zwerg war, er hat sich übernommen. Genauso wie jede andere Rasse, Zwergen, Kunari, auf Elfen seltsam wirken müssen, wie sie halt auch auf Menschen seltsam wirken. Bianca-Bogen 1 verbessern. Ja. Du bekommst eine neue Bianca, wenn ich die Pläne erfüllen kann. Waffenpläne, Bianca. Bogen 1. Was brauche ich dafür? 12 Metall und 7 Leder. Ich habe noch immer nicht herausgefunden, wie ich die Pläne überhaupt bauen kann. Also Leder scheinen wir noch nicht zu haben. Muss ich denn Leder irgendwie anders herstellen? Finde ich die nicht einfach so? Vielleicht bekomme ich den ganzen Kram aber auch erst später. Widerleder habe ich da, aber kein normales Leder. Aber die Quest scheinen wir jetzt abgeschlossen zu haben. Ja, okay. Dann war das, was wir hier finden sollten. Dann... Bring den Trank zum Ehemann der Frau. Bring dem Typen das Widderfleisch. Ach, das war die Quest, die wir gerade gefunden haben. Okay. Dann gehen wir erst hier hinten weiter durch und die Vorratslager finden. Moment. Wir hatten hier noch ein Vorratslager gefunden. Wir haben... Ah! Das hier unten ist auch das Vorratslager.
Okay, cool, dass man die gleichzeitig abschließen kann. Dann fehlt ja nur noch eine Sache. Ein Lager. Ich hatte ja überlegt, ob ich nach Dragon Age mal Mass Effect spielen soll. Tatsächlich eines der Spiele in der Art, die ich noch gar nicht gespielt habe. Aber es soll ja relativ gut sein. Bis auf... Oh Gott, war das Teil 3 oder ein Teil nach Teil 3? Ich bin halt eigentlich nur nicht so der Science-Fiction-Typ. Aber man könnte es sich definitiv mal anschauen. Ich muss sagen, Star Wars fand ich ganz cool. Ich habe auch nicht jeden Teil gesehen, also ich bin da kein großer Fan. Sorry, ich finde die Filme ganz in Ordnung. Ich bin ein riesen Doctor Who-Fan, wobei Doctor Who natürlich so eine ganz eigene Art Charme hat. Ich bin mir nicht sicher, wie das mit Science Fiction generell so aussieht. Mit Star Trek kann ich zum Beispiel gar nichts anfangen. Wir gucken uns wahrscheinlich einfach mal an und entscheiden dann. Oh Gott, Cassandra. Das klang, als würde man ihr die Haut vom Körper abziehen. Sowas habe ich ja von ihr noch nie gehört. Nur brennen ist jetzt auch nicht so geil. Der Mond des Zorns war das, okay. Der hat sich gerade ein Schild gemacht. Aber das bringt ihm auch nichts. Alter, diese Lautstärke von den Effekten. Leider kann man das nicht besser abgleichen. Denn die Stimmen sind, wenn ich das Spiel leiser drehe, leider echt zu leise. Okay, und da geht's irgendwo anders hin. In ein anderes Gebiet, das ich nicht kenne. Wo wir wohl auch noch nicht hin sollen. Das Banditenlager scheint eher hier oben zu sein. Die Geräusche machen mich ein bisschen nervös, wenn ich ehrlich sein soll. Winterwachturm. Da ist irgendwo ein Turm. Wir kommen da halt auch nicht hoch. Ach, da ist ja schon das Lager. Ups. Weitere Vorräte für Rekrut Whittle. So, dann haben wir die Aufgabe auch erledigt. Wir müssen die natürlich alle nochmal abgeben gehen. Demnächst. Dann könnten wir
uns nach oben durcharbeiten und erstmal an die Wegkreuzung zurückkommen. Da haben wir ja zwei Aufgaben auch noch zum Abgeben. Und ich könnte mal schauen, ob ich vielleicht doch nochmal mit der Frau reden kann. Sich uns erstmal nicht anschließen wollte, vielleicht jetzt ja schon. Bitte beeilt euch! Hier bitte. Der Trank und eine Anleitung, wie man ihn herstellt. Sylle segne euch oder der Erbauer oder wer auch immer. Was macht das schon für einen Unterschied? Ich bin euch einfach nur dankbar. Ich werde ihn ihr sofort geben. Und sollte ich der Inquisition je helfen können, werde ich es tun. Darauf habt ihr mein Wort. Yay. Ich konnte mich immer an die Quest gar nicht erinnern. Aber offenbar haben wir sie angenommen, als wir hier im Dorf waren. Ich habe wahrscheinlich einfach irgendwie alle Quests angenommen. Ich könnte das halbe Lager ernähren, wenn die Hügel nicht voller Dämonen wären. Hier, das hilft euch vielleicht weiter. Mehr als das. Damit kann ich diese hungrigen Bäuche füllen und den Leuten etwas Hoffnung geben. Ich hatte bisher nicht viel von der Inquisition gehalten, aber ihr seid die Einzigen, die uns helfen. Vielleicht habe ich mich ja geirrt. Dankeschön. Genau, und da hinten war die Frau, mit der ich reden wollte. Gibt doch nichts Befriedigenderes, als das Gefühl, Quests langsam abschließen zu können, so einer nach dem anderen. Die Inquisition könnte die Fähigkeiten einer mächtigen Magierin gut gebrauchen. Wenn ich andere töten wollte, hätte ich mich den Aufständischen angeschlossen. Wieso sollte die Inquisition da besser sein? Oh. Lebt wohl. Okay, sie ist immer noch der Meinung. Aber man kann sie immer wieder darauf ansprechen. Vielleicht ändert sich das ja noch. Aber irgendwas scheinen wir noch tun zu müssen, damit sie sich uns anschließt. So, Wettel war hier, glaube ich, auch direkt in der Nähe. Da können wir dann auch erstmal die Aufgabe abgeben. Dann haben wir Vorräte, wir haben Essen. Früher oder später wird die Kälte einige von ihnen dahinraffen. Ich habe einige der Vorratslager der Abtrünnigen gefunden. Ich kann die Standorte für euch kennzeichnen. Ich werde mich mit ein paar Männern auf den Weg machen und die Vorräte abholen. Das wird beim nächsten Schnee nicht wenigen Flüchtlingen das Leben retten. Vielen Dank. Yay, Leben gerettet. So, die nächste Nebenquest. Die Quests da unten sind jetzt alle erledigt. Die nächste wäre die hier. Für den Kriegsverweigerern. Dann gehen wir da doch mal hin. Dafür müssen wir hier durch den kleinen Gang. Lasst mich durch! Süßes Schweinzäschen. Unter dem was? Unter dem Schutz der Inquisition. Okay, cool. Mehr Eisen. Ich finde es irgendwie cool, dass die Gegner nicht wirklich nachspawnen. Zumindest gefühlt. Gefühlt waren mir hier viel mehr Gegner. Mann, ich dachte, ich muss niesen. Weil mir die Nase so juckt. Hab mich gemutet. Und jetzt, wenn ich gleich niesen muss, bin ich bestimmt nicht in der Lage, schnell genug zu muten. Menno.
unheimlich. Ja. Unheimlich und bösartig. Irgendjemand hat hier eine Falle gebaut, auf jeden Fall. Warum? Ich meine, Großmutters Hütte. Warum sollte da jemand einen Dämon reinspawnen? Oder Großmutter hat heute einfach nicht gut geschlafen. Und das ist dann so ihr übliches Aussehen. Kann ich auch nachvollziehen, geht jemand mehr ähnlich. Da spuck ich dann auch grüne Galle und kreische herum. Verbessertes Amulett der Magie. Gold, Krummdolchplan. So, gucken wir mal, was wir da bekommen haben. Accessoires. Das verbesserte Amulett der Magie. Plus 5 Magie. Das ist doch cool. Dann könnten wir doch Soulless den plus 2er Magie-Kram geben. Dann trägt er zumindest etwas. Und die Aufgabe hätten wir dann auch erledigt. Schön. Oh nee, das mit den Beasons. Das ist doch bestimmt das mit den Wölfen und den Beasons. Okay, versuchen wir es nochmal. Denn wir waren da hinten in der Ecke, glaube ich, schon mal. Und da wurden wir ganz schön in den Popo getreten. Hier ist das Beasons definitiv nicht. Ich entferne mich zu sehr. Und eigentlich einfach in dem Berg drin. Ich gehe da mal hoch gucken. Und oben sieht man besser. Ja, das ist genau die Höhle, die ich meine. Da hinten drin waren die... Okay, wir speichern, bevor wir das nochmal versuchen. Oh, und ich kann mal gucken, ob die Charaktere neue Pünktchen haben. Ich habe zum Beispiel einen neuen Punkt. So, friedvolle Aura bannen. Du befreist Verbündete von gegnerischer Magie und Statuseffekten, während du gleichzeitig positive Effekte von Gegnern entfernst. Geistschlag. Du bringst Gegner mit einer Explosion einer Willenskraft ins Straucheln, schleuderst sie zurück und verringerst dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass sie dich erneut als Ziel sehen. Vielleicht nicht unbedingt. Du entfesselst einen Blitz, der ein Ziel schockt und auf nahe Gegner überspringt. Das haben wir. Der Kettenblitz springt über größere Entfernungen und hinweg und trifft mehr Ziele. Ist auch cool. Du weilst mit deinem Stab eine Salve von Elementargeschossen ab, die sich den Weg zu Gegnern vor dir suchen. Auch cool. Das sieht cool aus. Den möchte ich haben. Dann gucken wir. Oh! Merrick! 2 neue Punkte. Sehr cool. Mit Bogen natürlich.
Du hast den Fernschuss. Fernschuss durchbohrt jetzt sämtliche Gegner in der Flugbahn des Pfeils und verursacht für jedes zusätzliche Ziel Bonusschaden. Das finde ich cool. Aber ich gucke mal kurz, was du noch so lernen könntest. Sabotage. Rennfüße hast du. Du streust dir nicht die Nägel aus. Die Gegner, die dich verfolgen, verletzen und verlangsamen. Diese Fähigkeit gilt für alle Fähigkeiten, die Fallen verbessern oder verändern als Falle. Okay, komm. Rarik. Gift Rarik. Klingt schon mal sehr sexy. Dein Gift macht deine Klingen und Pfeile wirkungsvoller. Solange vergiftete Waffen aktiv ist, verursachst du mit deinen Waffen höheren Schaden. Ich will dich auf jeden Fall. Upsi, Entschuldigung. Und dann die Sache mit dem Bogen. Explosivschuss hast du ja sogar auch schon. Das klingt auch nice. Okay, dann Waffe und Schild waren wir bei dir. Vorreiter, was gibt's denn da? Kriegsschrei, du verhöhnst nahe Feinde mit deinem Schrei. Der Herausforderung gewinnst für jeden übertroffenen Gegner zusätzlichen Block. Du stürzt dich auf deine Gegner und durchbrichst ihre Reihen, wobei sich dein Block erhöht und deine Feinde zu Boden geworfen werden. Das ist cool. Plätzende Worte. Die möchte ich auf jeden Fall. Und mehr Block für dich, finde ich auch in Ordnung. Dann nehmen wir bei Solus. Was kann Solus noch nehmen? Dich finde ich ganz cool. Und. Das klingt sehr sexy, Wiederbelebung. Oder Stärke der Geister. Deine Barrieren speisen dich aus der Magie des Nichts und können somit mehr Energie absorbieren. Was gibt's denn bei Eis bei dir noch? Beschleunigte Mana-Regeneration. Ich glaube, dann hole ich lieber den Zauber, der Verbündete heilt und wieder kampffähig macht. So,
Dann sind wir jetzt doch ein ganzes Stückchen stärker geworden. Wir speichern nochmal. Und gucken, ob wir jetzt in dem Gebiet da unten klarkommen. Mit den Wölfen und den Bison. Bison? Bison? Flott und ich mit vor mir auch Spinne. Die mit ihrem fetten Sack wieder. So, rein da. Schlucht der verbrannten Männer. Genau. Ihr ist dies böse geschehen. Wo wir nur mit ganz knapper Haut wieder rauskamen. Da hat uns das Biesel aber auch angegriffen, was ist jetzt gar nicht tot. Jetzt plötzlich, da wir die Quest haben, ist es auf unserer Seite. Wirklich? Wir haben einfach nur die Quest gebraucht, damit wir nicht mehr von den Biesen angegriffen werden. Gut, da hat es uns wohl als Feind gesehen. Kommst du jetzt mit? Okay, das hat sich uns so einfach angeschlossen. Okay. Epic Games, deine Nachricht stört mich da gerade sehr. Naja. Ihr müsst euch vorstellen, mir ist gerade so eine riesige Nachricht vor dem Spiel aufgeploppt. Wegen jetzt gratis, diese Woche kostenlos bei Epic Games. Kannst du ein bisschen schneller laufen, Biesend? Geht ihr irgendwann nach Nevarra zurück, Sucherin? Warum fragt ihr? Wollt ihr mich loswerden? Eigentlich nicht, aber jetzt, wo ihr es erwähnt. Woher wisst ihr, dass ich euch nicht mitschleifen würde? Schweigt still, meine Liebe. Ihr seid mir ans Herz gewachsen. Wie eine Warze. Oh nee, ich kann hier nicht runter. Ich dachte, man kann den direkten Weg gehen. Na gut, vielleicht können wir hier seitlich gehen. An den bösen Soldaten vorbei, natürlich. Das Tier geht durch Wasser hindurch. Okay, das tut es tatsächlich. Schön. Oh Gott, wir müssen da hoch. Schnell. Bevor die Gegner da uns bemerken. Denn gegen die hatten wir beim letzten Mal keine Chance. Nein, ich will nicht kämpfen. Beasant, komm her. Wieso kommst du denn nicht hinterher? Noch nie. Das ist jetzt nicht so geil, dass die Viecher das Biesend angreifen.
Wir haben keine Chance gegen die Dinger. Ach komm, warum konntest du nicht einfach dran vorbeigehen? Du dummes Ding. Wir haben doch keine Chance. Aber hey, vielleicht können wir das Biesen benutzen, damit es uns hilft. Und wir eine Chance haben. Das ist wahrscheinlich auch nicht der klügste Weg, einfach hier, um das Biesen hierher zu bringen. Aber da muss man hier einmal durch den gesamten Klamm durch. Einmal durchs ganze Tal. Ich kann mich nicht heilen. Angriff. Kriegen wir das jetzt hin? Mit den Biesen zusammen. Ja, schön. Ich wollte tatsächlich das Biesen nutzen, um ihr den Riss zu schließen. Wie cool war das denn eigentlich? Sehr knapp, aber cool. Gut, dass das offenbar unsterblich ist. Jetzt darfst du aber gern wieder mitkommen. Okay, es kommt hoch. Jetzt hatte ich gerade schon Angst, dass es zu steil ist, um hochzukommen für das Bison. Bison. Entschuldigung, ich sage immer Bison. Wo genau soll ich dich hier eigentlich hinführen? Dahin. Okay, ja, dann bin ich da falsch, wo ich jetzt bin.
also nicht hundertprozentig falsch, aber teilweise falsch. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ach nee, kommt er hier nicht durch? Waren wir jetzt zu schnell? Durch den Fluss will es also nicht. Hier will es aber auch nicht hin. Ja, irgendwo lang wirst du müssen, Junge. Damit ich dich zurückbringen kann. Escort-Quests sind echt die schlimmsten. Vor allem, wenn dann die man eskortieren soll, so unfassbar langsam sind. Und wenn man zu schnell ist, kommen sie nicht mehr hinterher. Bitte beeil dich ein bisschen. Dieser Babysitter ist nicht mein Traumberuf, definitiv nicht. Aber hey, wir haben es geschafft. Immerhin dadurch, diesen Riss zu schließen. Und jetzt weiß ich auch, warum wir damals keine Chance gegen das Biest hatten, ganz ehrlich. Es scheint ja unsterblich zu sein. Wenn die Monster ihm nichts antun konnten. Nicht so wirklich zumindest. Da rein da, zu deiner Familie. Der Ausflug für heute ist beendet. Jetzt das Tor schließen können wir nicht. Wundert euch doch nicht, dass eure Biesens hier abhauen. Wenn ihr die Hütten offen stehen lasst. Ich werde dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. Es wäre ein Anfang, die Tür zu schließen. So, die Aufgabe auch erledigt. Das da unten ist das Wettrennen. Hier haben wir eine verschlossene Tür. Da geht es nur um die Scherben, das Astarium. Genau, das komische Paket konnten wir leider nicht aufheben und nicht damit interagieren. Dann bleibt uns gar nicht mehr so viel. Wir könnten die Sehenswürdigkeit noch aufdecken. Oder direkt Probleme mit Wölfen angehen. Gehen wir doch zu den Höhlen und zu den Wölfen. Aber erstmal sollten wir uns an unserem Lager erholen. So, rasten wir mal. Danke, habe ich eh nur die. Requirieren kann ich gar nicht. Weil uns da Schlüssel fehlen. Eine Werkbank steht da jetzt aber zum Beispiel auch gar nicht dabei, sodass wir die Pläne irgendwie mal bauen könnten. Vielleicht gibt es die Pläne nur an bestimmten Orten. Solus, habt ihr je erwogen, den Zirkel von innen heraus zu reformieren?
Ihr besitzt sowohl Wissen als auch Weisheit. Ihr hättet etwas bewirken können. Ich bewundere euren Optimismus. Doch ihr solltet euch aufrichtig fragen, wie die Templer wohl darauf reagiert hätten. Ihr fürchtet, sie hätten euch zu einem Besänftigten gemacht. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran. Meine Studien sind eine Bedrohung für bestehende Vorstellungen. Man hätte mich niemals toleriert. Ihr habt vermutlich recht. Es wird ein hartes Stück Arbeit, den angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Ich wünschte, es gäbe mehr Leute wie euch, Sucherin. Also Besänftigte sind, soweit ich weiß... Also ich weiß es jetzt gerade nicht ganz genau, mein letztes Mal Dragon Age Origins ist jetzt auch schon Jahre her. Besänftigte sind, glaube ich, unter Drogen gesetzte Magier, damit sie ihre Magie nicht mehr richtig verwenden können. Also praktisch nicht betäubt sind. Das müssen die Wölfe sein, vor denen uns Meister Dennets Frau gewarnt hat. Ja, oh, die ist so hübsch. Mit diesem sehr auffällig formierten Gestein, das ihr einfach mal zerstört habt. Ist in Ordnung, Leute. Manchmal müssen Dinge, die im Weg stehen, einfach umgehauen werden. Mal steht's, mal fällt. Alles ist gut. Das waren aber offenkundig noch nicht alle Wölfe. Sonst wäre die Quest ja jetzt schon erfüllt. Na, oh, der Höhleneingang sieht ja auch cool aus. Diese Höhle könnte der Bau unserer seltsamen Wölfe sein. Ich sollte vielleicht kurz speichern. So viel Speichern gibt es nicht. Oh, Dämonen und Wölfe. Das erklärt, warum diese Wölfe so aggressiv sind, wenn sie mit den Dämonen zusammen aktuell leben, wenn sie von Dämonen beeinflusst werden. Okay, fest. Lass mich durch! Okay, das war der einzige Dämon. Die Wölfe sind ebenfalls glücklich darüber, nicht mehr von dem Dämon beherrscht zu werden. Nee, die Wölfe sind tot, Soul. Es tut mir ja leid. Aber sie haben uns angegriffen. Ich meine, ich mag Wölfies, aber sie sollen mich nicht angreifen. Da nehme ich keine Rücksicht. So eine hübsche Höhle, meine Güte. Ich meine, ganz ehrlich, die meisten werden hier durchrennen und das war's. Aber schaut euch doch mal an, wie hübsch diese Höhle ist. Da wurde echt liebevoll dran gearbeitet. Onyx. Das ist neu. Kleine Schätzchen mit Dolchen. Cool, dass wenn man sich die Höhle tatsächlich anschaut, noch ein paar wertvollere Sachen findet.
Was war das denn jetzt für eine Quest? Absicherung gegen Plünderer. Ach, das waren auch beide Quests in dieser einen Höhle. Cool. Ah, der Sprenggürtel war die Erfindung, an dem der den Brief geschrieben hat, gearbeitet hat. Ein Sprenggürtel. Zeichen des Leitwolfs. Was machst du denn? Trennung bei Treffer. Was? Ein Wolf hat diese Münze fallen lassen. Trennung bei Treffer? Hä? Okay, keine Ahnung. Zusätzliche Sprengfeuer. Erhöht das Kapazitätsmaximum sämtlicher Sprengfeuer um den angegebenen Wert. Sprengung. Gib das mal dir. Mann, vielleicht kannst du damit was anfangen. Mehr Gesundheit für dich, da du ja als... Da du ja mal vorrennst. Als Tank ist Cassandra ja meistens eher unter Beschuss. Und zieht ja dann auch nochmal mehr die Aufmerksamkeit auf sich mit dem Verhöhen. Ich glaube, mehr Gesundheit kann dir nicht schaden. Da gibt es noch mehr Onyx. Das ist bestimmt voll wertvoll. Und selten. Waren wir da hinten schon? Ich glaube nicht. Ihr braucht das Geld ja nicht mehr. Viridium gibt's hier, okay. Der Fall, gefundene Teile. Was auch immer der Fall ist. Ich denke, wir haben alles in dieser Höhle gefunden. Und können sie wieder verlassen. Und können, ich weiß nicht, wohin gehen als nächstes. Questkarte. Ich glaube, wir haben bald keine Quests mehr hier in dem Gebiet. Das Paket, wie gesagt, hat nicht funktioniert. Astarium, Scherben. Ja, die Scherben interessieren mich halt nicht. Ich gehe mal zum Lager zurück und hole mir noch die Sehenswürdigkeit. Das wäre ja dann das letzte in dem Gebiet hier. Okay, da Elena, soll ich das noch mitteilen mit den Wölfen? Das war irgendeine Frau auf dem Bauernhof. Die wird sich auch freuen, dass sie keine Gefahr mehr von den Wölfen fürchten braucht. Um die Wölfe, damit unsere Bauern wieder sicher sind. Ja, ich will doch mit dir reden. Die Wölfe sollten jetzt wieder normal sein. Sie werden euch keine Schwierigkeiten mehr machen. Freut mich, das zu hören. Ich werde die Bauern benachrichtigen und meinen Mann wissen lassen, was ihr getan habt. Es mag euch vielleicht unbedeutend erscheinen, aber ihr habt diesem Land Hoffnung gegeben, die es dringend brauchte. Ich danke euch.
Dankeschön. Haben wir jetzt irgendwie eine neue Questmöglichkeit? Das ist immer noch nur das Rennen. Okay. Dann nett. Dann sind wir bald fertig hier in dem Gebiet. Das ist doch auch schön. Holen wir uns noch die Sehenswürdigkeit und dann würde ich die Folge beenden. Und dann können wir in der nächsten Folge mit was Neuem starten. Ein bisschen der Hauptquest weiter folgen. Dann haben wir hier aber auch gründlich alles durchsucht. Ich weiß noch nicht, wie ich da hochkommen soll. Aber offenkundig muss ich da irgendwie hochkommen. Da scheint ja die Sehenswürdigkeit zu stecken. Stimmt, und wir waren noch nicht in dem Gebiet mit dem Drachen, aber ich glaube, da gehen wir erstmal später hin. Wir können ja wohl jederzeit in dieses Gebiet zurückkommen. Mal versuchen, den Wasserfall hochzuspringen. Das scheint aber nicht so von Erfolg gekrönt. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht weil die Felsen glitschig sein könnten. Oh, hi. Ziemlich brutal einfach zerplatzt. Von dem ist ja nichts übrig geblieben. Okay. Wer war das? Wer von euch hat ihn so zugerichtet? Ich meine, das kann ja nur Solis eigentlich gewesen sein. Okay. Da musste ich sehr panisch nach dem Mikrofon greifen. Warum ist du muten? Wen? Ach da. Ich muss niesen. Da kam jetzt doch das Niesen raus. Hol dich der Erbauer. Lass mich da raus. Ich will zu dem Spindelkraut. Und was bist du? Blutlotus. Die Musik hier ist so anders. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich kann damit nichts machen. Oh, hier haben wir die Scherbe. Lass doch den armen Widder in Ruhe, Leute. Was ist das? Ich weiß es nicht, immer noch nicht. So, greif lieber den an, anstatt den armen Widder. Und den da hinten bitte auch. Ich bin erwachsen. Nein, ich lache nicht darüber, wenn jemand Arschloch sagt.
Ihr kämpft gut, Sucherin. Würde ich es nicht tun, wären wir bereits tot. Das stimmt. Wir verdanken Cassandra so einiges. Sie steckt hier die ganze Kloppe für uns ein. Dieses ganze Gebiet hier ist so verwinkelt. Höhle? Oh, eine Dunkelhöhle des Grauens. Na, mit ein bisschen Eisen. So viel gibt's hier gar nicht zu holen. Nur ein Bär. Nicht den Widder. Ach. Ach, hier ist du mir leid, Widderlein. Glauben, Bärenhaut erhalten. Yay. Oh, und der arme Widder. Er liegt noch hier. Die Reste. Wir werden irgendwas Nützliches aus seinem Leder machen, sobald ich herausgefunden habe, wie das geht. Vielleicht machen wir irgendwas für Bianca daraus. Dafür haben wir immerhin schon Pläne. Was bist du denn? Oh, ein weinender König mit einem Pferd? Reuiger Maferat. Eine Statue von Maferat, der den Tod seiner Gemahlin, der Prophetin Andraste, bedauert. Betrauert. Die er auf Eifersucht verraten hatte. Wow. Da hast du auch keinen Grund zu trauern, wenn du ein Arschloch warst. Ganz ehrlich. Aus Egoismus und Eifersucht, jemanden zu verraten, geht halt gar nicht. Jo, aber dann würde ich mal sagen, dass wir hier an dieser Stelle beim nächsten Mal weitermachen und wahrscheinlich sind wir dann erstmal fertig mit dem Gebiet hier. Würde ich behaupten, dass wir die Grenzen eigentlich schon sehr gut ausgelotet haben. Wobei wir jeder Schlucht noch folgen könnten. Komm, wir folgen noch kurz der Schlucht. Will ich wissen, was da hinten noch so kommt. Und ob da hinten überhaupt noch was kommt. Das führt auf jeden Fall im Kreis. Hier waren wir schon mal. Hier führt das hin. Zum Weg des Widders oder wie auch immer das hieß. In der Richtung geht es dann also gar nicht weiter. Und da ist noch eine Höhle. Da ist ein Kerkereingang. Okay, machen wir es folgendermaßen. Wir gehen nächste Folge in diesen Kerker und gehen danach wahrscheinlich dann weiter zum nächsten Hauptquest-Teil. Mit dem Paket ärgert mich so sehr. Und ja, vielleicht hier unten noch entlang. Hier scheint es ja noch ein Lager zu geben. Also ganz fertig sind wir doch noch nicht. Können in den Kerker, wir holen hier unten das nächste Lager und holen Bärenklauen und so ein Kram. Okay. Wir haben doch noch ein bisschen was in dem Gebiet zu tun.
Freue mich drauf, ich hoffe ihr auch und bis zum nächsten Mal dann. Bye.